So, hallo zusammen, willkommen zur 9. Corona-Bürgerinformation und Pressekonferenz. Letzte Woche haben wir die Informationen ausfallen gelassen, werden jetzt aber heute ein paar weitere Informationen geben, die sich unter anderem aus der neuen Rechtsverordnung ergeben. Anwesend hier im Raum sind die Vertreterinnen und Vertreter der lokalen Presse, Rheinpfalz und Pfälzischer Merkur. Also die beiden Vertreter, nicht die Vertreterinnen und Vertreter. Der offene Kanal und über Handy vom SWR ist der Herr Meier zugeschaltet. Des Weiteren anwesend der Bürgermeister Christian Gauff und Frau Jana Schnell von der IHK. Wir haben heute insgesamt, wenn wir uns die Statistik angucken, noch einen aktuellen Fall. Dieser Fall ist leider auch unter Beatmung. Seit geraumer Zeit, das muss man einfach feststellen, haben wir keine neueren Ansteckungen zu verzeichnen. Wir haben jetzt sehr, sehr lange darüber diskutiert und vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung reagieren wir nun. Die von uns installierten Corona-Einrichtungen gehen ab Freitag in den Standby-Modus. Ganz wichtig bei diesem Standby-Modus heißt es nicht, wir bauen sie nicht zurück, wir bauen sie nicht ab, aber wir fahren sie runter personell und sind dann in der Lage, sehr schnell, wenn Bedarf bestehen sollte, wieder hochzufahren. Vor dem Hintergrund unserer Planung heißt das, wir können die Corona-Teststation bei Bedarf in wenigen Stunden wieder hochfahren. Das heißt, wenn wir eine Situation bekommen, in der wir viele Verdachtsfälle bekommen, werden wir die Station wieder hochfahren können in sehr, sehr kurzer Zeit. Die ambulante Einrichtung, also unsere Fieberambulanz, unsere Corona-Ambulanz, können wir in 24 Stunden wieder hochfahren und die stationäre Einrichtung in 48, also die Bettenstation in 48 Stunden. Jetzt wird natürlich die Frage kommen, wie sieht es denn jetzt aus, kann man in zwei Brücken nicht mehr getestet werden? Das ist natürlich nicht so. Für den Patienten ändert sich eigentlich grundsätzlich nichts. Es ist so, dass der Hausarzt vom Prinzip her sowieso testen kann, Abstriche machen kann. Wenn das nicht möglich sein sollte, meldet der Hausarzt heute schon an eine zentrale Stelle und dann wird der Patient entsprechend eingeladen. Und dies in Zukunft ist der einzige Unterschied, dass er nicht mehr zur zentralen Teststation geschickt wird, sondern zu dezentralen Teststellen, also zu Satelliten, die wir aufsetzen, die dann auch von unterschiedlichen Ärzten betreut werden. Das heißt, für den Patienten selbst gibt es keine Änderung in den Abläufen. Der einzige Unterschied ist letztendlich der, dass es nicht hundertprozentig sicher ist zu dem Zeitpunkt der Anforderung eines Tests, an welchem Ort getestet wird innerhalb von zwei Brücken. Das wird aber entsprechend kommuniziert und von daher ist die Situation relativ auch hier sehr, sehr entspannt. Wir haben die Entscheidung getroffen vor dem Hintergrund personeller Ressourcen, mit denen auch wir haushalten müssen und insbesondere das DHK haushalten muss. Wir halten momentan die ganzen Einrichtungen hoch mit Personal und das macht nur so lange Sinn, wo wir den Eindruck haben, wir brauchen sie akut. Also um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir gehen mit unseren Corona-Einrichtungen in den Standby-Modus. Dadurch ändert sich an der grundsätzlichen Versorgungslage in Zweibrücken überhaupt nichts. Dieses Vorgehen ist mit dem Gesundheitsamt auch abgestimmt und der Herr Koch war der Ansicht, dass dieser Weg der richtige für uns ist. Wir sind, sofern sich die Lage nicht wieder verändert, sehr schnell wieder in der Lage, den Betrieb am evangelischen Krankenhaus aufzunehmen. Das hierzu. Seit vorgestern Nacht gibt es eine neue Rechtsverordnung. Die meisten haben da wahrscheinlich schon mal reingeschaut, in dem es weitere Öffnungen gibt. So dürfen beispielsweise Fitnessstudios und Tanzschulen unter Einhaltung spezifischer Hygienebedingungen wieder öffnen. Es gibt weitere Erleichterungen in der Gastronomie. Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen sind wieder möglich. Flohmärkte können wir wieder veranstalten. Spielhallen, Spielbanken dürfen wieder öffnen und Theater und Kinos werden wieder öffnen können. Immer unter der Berücksichtigung der vorliegenden
Hygienevorschriften. Für alle Bereiche gibt es mittlerweile eigenständige Hygieneausarbeitungen. Die ersten Öffnungen, die wir verzeichnen konnten, waren im Bereich der Wirtschaft. Wir erinnern uns noch alle, wie es wieder losgegangen ist, wie wir in der Lage waren, in der Fußgängerzone mal wieder einkaufen zu gehen, unsere Geschäfte zu besuchen und nicht auf den Lieferservice der Geschäfte zurückgreifen zu müssen. Und das war eine erste Erleichterung, wo man den Eindruck hatte, jetzt bewegt sich wieder was. Insgesamt hat sich seitdem vieles verändert. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Wie ist die Stimmung in der Wirtschaft? Und in dem Zusammenhang würde ich gerne an Frau Jana Schnell von der IHK weitergeben, die ein paar Worte dazu sagen möchte. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Wosnitzer. Vielen Dank für die Einladung. Und ich würde hier gerne einen kurzen Blick in die Wirtschaft, vor allen Dingen auch in die regionale Wirtschaft geben. Kurz erstmal zusammengefasst, natürlich das Virus hat die Wirtschaft nach wie vor noch im Griff. Nichtsdestotrotz heißt es, den Mut jetzt nicht zu verlieren. Das Wiederanfahren der Wirtschaft hat jetzt langsam wieder begonnen. Aber nach dem Einkratern der Corona-Krise waren natürlich diese Hilfestellungen, das heißt also die Bereitstellung der Soforthilfe, die vereinfachte Kreditvergabe wie auch die unkomplizierte Möglichkeit der Kurzarbeit, notwendige und wichtige Schritte für die Unternehmen in unserer Region. Aber für die meisten Unternehmen, und das betrifft insbesondere die Solo-Selbstständigen sowie auch die Kleinstunternehmer, sind diese Maßnahmen einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein und reichen tatsächlich auch nur für die wenigen Wochen aus. Aus den vielen direkten Gesprächen eigentlich mit den Unternehmern kam ganz klar heraus, dass ein weiterer Lockdown, sofern er denn nochmal eintreten sollte, schlichtweg nicht verkraftet werden kann. Es geht hier bei vielen Unternehmen bereits jetzt schon, aber auch in der nahen Zukunft um die Existenz. Anders kann man es nicht ausdrücken. Was die Unternehmen nämlich jetzt gerade brauchen, sind belastbare, mehrstufige Perspektiven zur Planung der Wiederaufnahme ihrer Tätigkeiten. Ganz schlichtweg, wie kann ich mit dem Virus mein Unternehmen weiter fortführen? Und das vor allen Dingen über alle Bereiche oder alle Branchen hinweg. Voraussetzungen sind nämlich dann verbindliche Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für alle Unternehmen. Und Grundlage, um diese Maßnahmen umzusetzen, muss natürlich eine sehr gute Kommunikationsstrategie sein, landes- wie auch auf kommunaler Ebene. Wir als IHK sehen gerade bei diesen Maßnahmen, sofern sie nochmal ergriffen werden müssen, gerade auch Einzelmaßnahmen in den Bereichen, uns als konstruktiver Partner, indem wir bei diesen Maßnahmen oder bei der Entwicklung dieser Maßnahmen mit an Bord sein wollen und auch werden, soweit ich auch Herrn Wosnitzer bereits verstanden habe. Wichtig natürlich bei der Auswahl dieser Maßnahmen muss immer sein, dass diese auch absolut notwendig und vor allen Dingen dann verhältnismäßig sein müssen. Ein paar Zahlen habe ich auch noch mitgebracht, ein paar aktuelle Zahlen. Wir als IHK führen ja kontinuierlich Blitzumfragen durch, einmal bundesweit über unseren Dachverband, im DIHK, wie auch pfalzweit, auch regional. Und da zum Beispiel die aktuellen Zahlen, leider noch 8 von 10 Betrieben in der Pfalz kämpfen mit den negativen Auswirkungen der Corona-Krise. 6 von 10 Betrieben rechnen mit Umsatzrückgängen von bis zu 50%. Und die Hälfte der Betriebe verzeichnen einen Eigenkapitalrückgang und jeder 5. spricht von Liquiditätsengpässen. Wir als IHK in der Pfalz starten nächste Woche ein Corona-Barometer. Der sieht wie folgt aus. Wir werden alle unsere Gremienmitglieder befragen. Das heißt, unsere Ausschussmitglieder sowie auch unsere Vollversammlungsmitglieder. Wir haben unsere Vollversammlungssitzung jetzt am 9.6., bei dem wir natürlich auch das Stimmungsbild in der Pfalz ganz aktuell abrufen werden. Aber mit diesem Corona-Barometer erhoffen wir uns dann kontinuierlich noch ein Stimmungsbild, nicht nur als repräsentative Maßnahme oder dass wir zeigen können, wie es der Wirtschaft geht, sondern auch als inhaltlichen Inputfänger, um das dann auch letztendlich gegenüber den kommunalen Entscheidungsträgern sowie auf Landesebene spielen zu können, um letztendlich halt mit dieser Krise und den entsprechenden noch zu treffenden Maßnahmen sicher umgehen zu können. Soweit erstmal ein Stand von der IHK. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank für die eindrucksvolle Darstellung. Ich glaube, es wird eine Sache nochmal, wurde sehr, sehr deutlich. Ein weiterer Lockdown wäre desaströs. Heißt für uns alle, dass wir uns so schwer wie es fällt, in der Öffentlichkeit, in allen Bereichen der Lockerung, ganz stark auch daran halten müssen, dass wir die Hygienevorschriften einhalten. Weil wenn es uns nicht gelingt, bei den aktuellen Zahlen oder nur leichten Veränderungen zu bleiben, hat das nicht nur einen Einfluss auf unser individuelles Leben,
sondern es ist desaströs und höchst problematisch für unsere Wirtschaft. Und das, was am Anfang der Krise absehbar war, würde sich im Endeffekt dann noch einmal verschärfen. Die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, sind beunruhigend und beängstigend. Aber ich glaube und ich hoffe, dass wir gemeinsam da den richtigen Weg gehen und die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen von allen Seiten auch nutzen können. Wir von der Stadtseite her tun alles, was wir können, um unsere Unternehmer zu unterstützen. Es gilt jetzt auch an alle und an die Bevölkerung, auch da mitzuspielen, wo es notwendig ist, um die Verbreitung des Viruses so niedrig oder gar zu halten wie möglich oder gar zu vermeiden. Das gilt auch für alle anderen Öffnungen, mit denen wir es zu tun haben. Mit der neuen Verordnung gibt es auch weitere Öffnungen im Sportbereich. So können unter gewissen Bedingungen auch die Sporthallen in Zukunft wieder genutzt werden. Das Sportamt arbeitet zurzeit mit Hochdruck an Umsetzungskonzepten. So müssen beispielsweise für unsere 16 Sporthallen Wegekonzepte entwickelt werden. Die Desinfektionsmaßnahmen müssen auf den Weg gebracht werden. Es muss ein Hygieneverantwortlicher vor Ort benannt werden und so weiter und so weiter und so weiter. Vorgestern Nacht kam die Rechtsverordnung rein. Seitdem wird an der Umsetzung gearbeitet und einzelne Hallen stehen wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung, weil sie von den Schulen in Klassenräume umgewandelt wurden und auch das wird Einfluss haben auf den Sportbetrieb, auf den Trainingsbetrieb in Zweibrücken. Es ist nicht eine ganz einfache Umsetzung, deswegen wird es auch nicht mit dem Stichtag passieren. Morgen gibt es nochmal eine größere Sitzung zu dem Thema, sodass wir die Vorbereitung treffen und dann auch eine klare Einschätzung zur Situation geben können. Ich gehe davon aus, dass bei der nächsten Bürgerinformation respektive PK wir da sehr, sehr klare Informationen geben können. Eine weitere Herausforderung und eine stark diskutierte Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, wir haben das schon mehrfach diskutiert, ist die Öffnung des Freibades. Auch hier kam die Rechtsverordnung am Freitagnacht und die Umsetzung ist deutlich komplex, deutlich kompliziert und wir werden mit Sicherheit auch nicht morgen oder übermorgen öffnen. Das wird noch ein Weilchen dauern. Wir sind da auch in der Absprache mit der Verbandsgemeinde, wie wir uns da ein bisschen koordinieren können. Ich will einfach nur mal vor Zweibrücken drei Dinge nennen, was diesen Prozess nicht unbedingt beschleunigt. Mit der neuen Rechtsverordnung ist das Einziehen von Leinen im Bad, im Schwimmerbecken Pflicht. Das heißt also, es müssen mindestens 6 Leinen eingezogen werden auf 50 Meter Länge. Und wer das Zweibrücker Freibad kennt, weiß, dass die letzte Stadtmeisterschaft, die mit eingezogenen Leinen dort geschwommen wurde, ungefähr 20 Jahre her ist. Ich erinnere mich noch gut, ich habe gnadenlos versagt damals. Aber der springende Punkt ist, wir haben keine Leinen mehr. Die sind damals, waren die kaputt, wir haben sie dann entsorgt und wir haben effektiv keine Leinen. Leinen müssen jetzt erstmal besorgt und erworben werden. Da reden wir, wer sich da ein bisschen auskennt, nicht unbedingt über ein Standardprodukt, was man einfach von der Stange so kaufen kann, das wird ein bisschen dauern, das wird auch nicht billig sein. Fairerweise, ich habe heute Morgen versucht noch rauszukriegen, ob die Haken überhaupt noch im Becken installiert sind für die Leinen. Wir haben es auf die Schnelle nicht rausbekommen, ein Ortsbesuch war auf die Schnelle auch nicht möglich. Eventuell müssen da noch Kernbohrungen gemacht werden, entsprechende Haken installiert werden und. Das ist nur ein Punkt. Wir brauchen ein Online-Buchungssystem, das wir nicht haben. Wir sind da gerade in Verhandlungen mit einzelnen Vertretern, respektive die Stadtwerke, die ja zuständig ist fürs Freibad, weil auch da werden wir, wie in der Gastronomie, Aufzeichnungen haben müssen, welcher Badegast da war, zu welcher Zeit, wann er das Bad wieder verlassen hat. Wir müssen also unsere Gäste entsprechend registrieren. Wir brauchen mehr Personal. Wir haben uns schon mit der Frage Security auseinandergesetzt, die Frage des Schichtsystems, arbeiten wir mit 2-3 Schichtsystemen, arbeiten wir mit dem Stundensystem, Zwischendesinfektion, wie sieht es aus mit Duschen, wie sieht es aus mit Umkleideräumen, können wir die überhaupt öffnen, bleiben die zu?
Eine verlässliche Aussage, wann wir öffnen können, kann ich und will ich an dieser Stelle nicht machen, weil es einfach momentan noch nicht abzusehen wird. Ich kann gut verstehen, dass einzelne Kommunen mittlerweile sagen, sie machen das Bad nicht auf, weil wir wissen, alle Freibäder sind jetzt nicht unbedingt die Geldquellen, sondern eher Verlustbringer. Und durch die Maßnahmen, die jetzt kommen, wird da nochmal eine Schippe an Kosten draufgelegt. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir in einer Reisesituation sind, in der die Leute eher weniger verreisen, eher vor Ort bleiben. Und das heißt für uns, wir müssen auch eine Möglichkeit schaffen, wo Kinder, Jugendliche und Familie ihre Freizeit verbringen können, wenn sie hier in Zweibrücken vor Ort sind. Es wird spannend und ich glaube, das wird ein Badeerlebnis sein, wenn man darauf eingeht, dass man so noch nicht gehabt hat und dass man wahrscheinlich nicht vergessen wird. Also ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, weil 1,50 Meter Abstand im Becken zu halten, auf abgesperrten Bahnen, überwacht von Schwimmmeistern, es wird weniger mit Planschen, sondern mehr mit Schwimmen zu tun haben. Ich bin wirklich gespannt, wie es das Ergebnis sein wird und auch wie es angenommen wird. Wir sind dran, wir suchen unser Bestes, das so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Aber es wird einfach noch ein paar Tage dauern, bis wir da Verlässlicheres sagen können. Wie sieht es nun an der Kita-Front aus? Ein Thema, das auch immer wieder stark diskutiert wird, wenn es darum geht, wie wir umgehen mit unseren Einrichtungen. Und in dem Zusammenhang übergebe ich an den Herrn Gauff, den entsprechenden Dezernenten und Bürgermeister. Ja, vielen Dank. Der Oberbürgermeister hat mich gebeten, auf die Kita-Situation kurz einzugehen vor dem Hintergrund der 8. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes. Und dieser Bitte komme ich gerne nach. Gemäß dieser 8. Corona-Bekämpfungsverordnung, die uns vorgestern Abend, der OB hat es gesagt, zugestellt wurde und der Leitlinien für die Kita-Betreuung vom 20. Mai müssen die Kommunen und Träger spätestens bis 8. Juni dieses Jahres dann für die Kindertagesstätten neue Vorgaben umsetzen. Weg von der erweiterten Notbetreuung und hin zum eingeschränkten Regelbetrieb, so die Formulierung. Was diese Zeitvorgabe anbelangt, so wollen wir versuchen, das etwas schneller umzusetzen. Wir hoffen, dass wir das bis nächste Woche nach Pfingsten schon soweit auf den Füßen stehen haben. In diesem Zusammenhang haben wir die Kita-Leitungen beauftragt, für ihre jeweiligen Einrichtungen dann individuell passende Konzepte zu erarbeiten. Und zwar unter Berücksichtigung der vorliegenden Hygienemaßnahmen, der vorgegebenen Gruppengrößen von lediglich 10 bis maximal 15 Kindern gegenüber 25 im Normalbetrieb und der Tatsache, dass auch einige Erzieher der Risikogruppe zuzurechnen sind und somit nicht zur Verfügung stehen. Unter diesen Rahmenbedingungen, das muss ich an dieser Stelle auch ganz klar herausstellen, sind wir von einem Normalzustand, wie er vor Corona war, sehr, sehr, sehr weit entfernt. Wir werden unter diesen Voraussetzungen kaum mehr als 50% der regulären Kita-Plätze besetzt bekommen. Dies bedeutet, dass die Vorschul- und Regelgruppen zukünftig möglicherweise auch nur im wöchentlichen Rhythmus, also wechselweise, betreut werden können. Unser Ziel bzw. die Vorgabe an die Kita-Leitung war insbesondere, zugunsten der berufstätigen Eltern möglichst lange Betreuungszeiten für deren Kinder einzuplanen, wobei dafür sogenannte Betreuungssettings zu bilden sind. Jetzt will ich an dieser Stelle versuchen, den Begriff Betreuungssetting zu erklären. Das gibt da eine Definition in den Leitlinien. Da steht also, unter Betreuungssetting versteht man eine soziale Gruppe von Kindern, die regelmäßig in gleicher Zusammensetzung in klar definierten Räumlichkeiten innerhalb einer Einrichtung betreut werden. Für unsere Einrichtung bedeutet dies, dass zunächst einmal die Gruppe der Vorschulkinder entsprechend verplant und eingeplant werden muss. Dann müssen wie bisher die Kinder in den Notbetreuungsgruppen weiter betreut werden, und zwar im gleichen Umfang wie bisher. Und schließlich folgen dann noch die normalen Gruppen im Regelbetrieb. Und das alles, wie gesagt, unter der Vorgabe, dass wir maximal 15 Kinder in einer Gruppe haben können,
Das sind alles die Auswirkungen der Corona-Beschränkungen, die wir im Moment haben, mit den entsprechenden Erleichterungen. Und in dieser Situation befinden wir uns im Moment. Wir werden das jetzt kurzfristig umsetzen und dann schauen, wie wir weiterhin mit klarkommen. Vielen Dank vom, wie war das, eingeschränkten Regelbetrieb machen wir jetzt. Gut, also wir wechseln jetzt in den eingeschränkten Regelbetrieb und versuchen dann zügig dann auch uns im Rahmen der Möglichkeiten weiterzuentwickeln. Das hat auch einen ganz engen Zusammenhang mit der Wirtschaftsdiskussion, die wir vorhin hatten. Umso mehr Leute wir wieder an Arbeit bekommen, an den Arbeitsplatz bekommen, umso bedeutsamer ist es letztendlich auch, dass wir die entsprechenden Betreuungsplätze zur Verfügung stellen können. Und von daher ist das ein ganz verzahntes System, das man nicht unabhängig voneinander sehen kann. Ich möchte es inhaltlich damit auch belassen. Heute diejenigen, die per OK diese Pressekonferenzen schon länger verfolgen, werden festgestellt haben, dass wir heute in einem anderen Raum sind. Sonst sind wir im Stadtratssaal, heute sind wir im Herzogsaal, über unserem Museum oder in unserem Museum, einer der schönsten Räume, die wir haben. Ein Raum, in dem wir auch größere Hochzeiten veranstalten, sobald sie wieder möglich sind. Und wer schon lange nicht mehr hier war in diesem Gebäude, die Veranstaltung zum 14. März läuft immer noch, die Ausstellung. Ich kann sie nur empfehlen, besuchen Sie sie. Es gibt auch ganz spannende Führungen, aber auch in ganz, ganz kleinen Gruppen. Und das hat vielleicht einen ganz besonderen Charme dann. Zum Schluss, wir haben es vorhin gehört, wie bedeutsam es ist, dass wir den Lockdown vermeiden, einen zweiten Lockdown vermeiden, möchte ich wie immer zum Schluss unseren Appell loswerden. Meine Damen und Herren, halten Sie sich bitte auch weiterhin an die Vorgaben, halten Sie sich auch weiterhin an die Hygieneempfehlungen und Vorschriften. Eine Lockerung, alle Lockerungen, die wir jetzt bekommen und die wir erzielt haben, können wir nur so lange aufrechterhalten, wie die Infektionszahlen so niedrig sind wie im Moment. Sie kennen alle in Zweibrücken die magische Zahl 18. Wenn wir diese Zahl per Woche überschreiten von Neuinfektionen, haben wir ein Problem und dann sind wir in der Diskussion über einen Lockdown. Kaufen Sie, wann immer möglich, lokal ein, nie war es wichtiger wie heute, einzukaufen und nutzen Sie alle Serviceanbieter unserer kommunalen Wirtschaft. Vielen Dank an dieser Stelle und jetzt ist die Fragerunde eröffnet. Kita-Versorgung. Herr Gauff, Sie haben jetzt gesagt, dass in etwa eine 50-prozentige Nutzung der normalen Plätze realistisch sein könnte unter der Vorgabe, personelle Einschränkungen, also auch bei vulnerablen Gruppen, bei dem Personal. Und haben jetzt angedeutet, dass es möglicherweise eine wöchentliche Wechselbetreuung geben kann. Das steht, glaube ich, so in den Vorgaben vom Land gar nicht drin. Das ist so eine Umsetzungstheorie. Wir haben nun 10 Einrichtungen in Zweibrücken. Das bedeutet aber, jede der 10 Kitas, die in städtischer Trägerschaft sind, würden dann genutzt werden unter diesen Vorgaben 50% Plätze anbieten. Ja, also im Prinzip ist es so, jede Einrichtung plant für sich anhand der vorgegebenen Personalsituation, die sie haben. Das kann also durchaus sein, dass eine kleine Einrichtung, wo wir vielleicht nur dreigruppig sind, wenn dort Betreuer, Erzieher wegfallen, dass wir dort unter Umständen gar nicht in der Lage sind, mehr als die Notbetreuung, die wir momentan halt machen müssen, dann aufrechterhalten können. Und anderswo kann es dann sein, dass wir in der Lage sind, 5 oder 6 Gruppen parallel laufen zu lassen. Ja, also das ist tatsächlich für die einzelne Einrichtung oder für die einzelne Einrichtung unterschiedlich. Und deswegen haben wir es aber auch so geplant, dass die Einrichtungen das selbst für sich planen und vorbereiten können. Das Wichtige hier ist eben dieses Betreuungssetting. Hier darf man halt keine Verschiebungen vornehmen. Das heißt, ich kann nicht eine Erzieherin aus der einen Kita rausnehmen und dann einfach woanders hinschieben. Das geht nicht, weil halt da eben unter der Hygienemaßnahmen das nicht möglich ist. Und wie gesagt, wir sind halt an diese Corona-Regelungen durch die Verordnung der Landesverordnung, durch die Landesverordnung einfach gebunden. Wir müssen das einfach versuchen, so umzusetzen, wie es dort vorgegeben ist.
können also auch nicht irgendwelche Abweichungen oder Erleichterungen, Lockerungen von unserer Seite aus machen und sagen, wir machen das einfach anders. Wir sind daran gebunden. Nun wird es ja so sein, dass viele Eltern sagen, mein Bedarf ist da, Belastungssituation und, und. Gibt es einen gerechtes Konzept oder ein Auswahlkriterium, um Prioritärgruppen dann zu berücksichtigen? Also Eltern mit, bisher haben wir ja die, die besonders für die Daseinsvorsorge erforderlichen Berufe in der Notbetreuung gehabt. Nun wird es aber in, den in der eingeschränkten Regelbetreuung eigentlich geöffnet auf alle wieder. Wobei die Notgruppen natürlich bestehen bleiben. Insofern kann man sagen, all diejenigen, die jetzt bislang einfach darauf angewiesen waren, weil sie in einer Notsituation waren, werden auch weiterhin ihre Kinder betreut bekommen. Auch dort, was die zeitlichen Vorgaben anbelangt, auch in dem Maße, wie es notwendig ist. Wir werden es nicht in jeder Gruppe schaffen, die Kinder ganztags zu betreuen. Was die Notgruppen anbelangt, werden wir das aber auf jeden Fall weiterhin versuchen, dass im Prinzip diese Leute, die darauf angewiesen sind, auf diese unmittelbare Hilfe auch weiterhin in den Genuss kommen werden. Wir werden aber nicht jedem, der den Wunsch hat, hier sein Kind wieder ganztags in die Kita bringen zu können, abhelfen können. Das ist ganz sicher so. Das ist jetzt die Bedeutung auf die Länge der Betreuung, aber ich habe auch gespielt auf dieses Argument, wie wird das praktisch gehandhabt werden, wenn man Eltern sagen müssen, es geht nicht, wir haben nur so viele Plätze zur Verfügung, dein Kind wird absehbar nicht zum Zug kommen können. Das heißt ja, man muss eine Auswahl treffen. Gibt es da schon Kriterien? Also wie gesagt, in der Notbetreuung haben wir all die, die jetzt als Gruppen einfach im medizinischen Bereich, die einfach dort eingeplant sind, oder auch der Alleinerziehende wird sicher die Möglichkeit haben, sein Kind weiterhin da zu bringen. Aber ansonsten wird es natürlich eine Auswahl geben. Es ist leider auch die Aufgabe dann der Kommunen, der Träger, hier etwas zu kommunizieren, was bestimmt nicht schön sein wird. Also wir gehen davon aus, dass wir auch das einfach manchen Eltern sagen müssen, was weiß ich, die Ehefrau ist zu Hause, weil sie noch ein kleineres Kind betreut und dann ist halt für solch einen Fall möglicherweise noch keine Lösung. Also die Mechanismen, wie diese Auswahl vonstatten ist, ist auch ganz stark ans Konzept gekoppelt. Und von daher, und das sind solche Sachen, die in enger Kooperation mit den Konzepten entwickelt werden, da werden wir dann auch klar... Also denkbar ist auf jeden Fall, dass wir wöchentlich wechseln, wie das in der Schule auch ist. Also das kann durchaus sein, dass wir dann einfach für Kinder, die betreut werden müssen, das dann so regeln, dass wir sagen, eine Woche geht's, eine Woche geht es halt, was den Regelbetrieb anbelangt. Wir müssen es versuchen, die Notbetreuung ist tatsächlich steht außen vor. Und ansonsten die Vorschulkinder, die sind auch in einer besonderen Situation, weil wir halt jetzt dann auch tatsächlich nochmal auf den Schulwechsel vorbereitet werden und alle anderen Kinder müssen wir halt schauen, wie wir das dann kriegen. Gut, weitere Fragen? Herr Schäfer? Hat das Sportamt das Konzept erarbeitet? Für die Hallen. Also am Donnerstag gibt es eine größere Sitzung dazu. Dann wird nochmal ein Bestand gemacht werden, welche Hallen überhaupt verfügbar sind. Ich gehe davon aus, dass wir, aber da will ich der Dezernentin auch nicht vorgreifen, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Woche was Näheres dazu sagen können. Ja. Sie haben ganz am Anfang die Einrichtungen, Corona-Einrichtungen, die medizinische Vorsorge angesprochen. Sie haben gesagt, wir müssen auch mit Blick auf das Personalbindung der Träger Roten Kreuz vor allen Dingen jetzt für eine Entlastung sorgen. Und es geht ja auch nach den aktuellen Zahlen. Wie viel Personal, um eine Vorstellung zu haben, waren denn bisher in Standby, also in dieser Form von Standby bisher, jetzt geht es ja in eine andere Form Standby beschäftigt. Das ist eine kluge Frage, die Sie da stellen, Herr Schmidt. Die Frage kann ich Ihnen bloß nicht beantworten. Ich schätze, dass wir im Dauerbetrieb immer mal wieder von THW, vom Roten Kreuz, um den ganzen Laden am Laufen zu halten, inklusive Spülung von Leitungen, inklusive Reinigung, irgendwas in der Größenordnung von 10 bis 15 Leuten,
am Tag, nicht Vollzeit, aber am Tag in den Einrichtungen hatten. Das sollte ungefähr hinkommen. Wir sind mehrfach mit dem THW rein. Wir waren, die Ambulanz war täglich besetzt. Also ich gehe jetzt mal aus 10 bis 15 Leuten, aber Detailantworten können Sie da am besten auch vom Herrn Prager bekommen. Wenn jetzt ein Verdachtsfall auftaucht und der Zweibrücker geht dann zu seinem Hausarzt und wird dann aber vielleicht nicht vor Ort bei seinem Hausarzt versorgt, sondern an einer Satellit, wie Sie es genannt haben, verwiesen. Wer ist denn Träger dieses Satellits? Was ist also das ist bis dato immer schon alles über die Hausärzte gelaufen, über die niedergelassenen Ärzte. Das System in der Corona-Station war ja auch so, dass jeder, das ein Schichtsystem war, ein niedergelassener Arzt dorthin gegangen ist, über sein Abrechnungssystem laufen ließ. Die Stadt hat die Ressourcen zur Verfügung gestellt. Die Ärzte haben dann in einem abgestimmten Netzwerksystem dann die Corona-Station medizinisch betreut. Und das wird auch da entsprechend so sein. Aber eine Vorhaltung, wie wir sie bisher haben, für die Abstriche Himmelsberg, wird es dann ab Freitag nicht mehr geben? Also die komplette Einrichtung bleibt stehen. Also wir werden nicht abbauen, wir werden sie, deswegen können wir die auch so schnell wieder hochfahren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es in wenigen Stunden wieder hochgefahren werden kann. Da muss im Prinzip dann nur der Stecker rein, das Personal hin und wir können loslegen. Aber wir werden keinen Dauerbetrieb mehr haben, der 5 Tage die Woche dort oben neben normalen Praxisbetrieb läuft, sondern das wird in bestehenden Praxisräumen dann entsprechend auch umgesetzt werden. Da arbeiten die niedergelassenen Ärzte gerade an einem Dienstplan dazu. Und um Nachfrage an die Immobilie für die Bettenvorsorge in Himmelsberg, ehemaliges evangelisches Krankenhaus, ist mit dem neuen Eigentümer Helixir eine Absprache getroffen, wie lange man das nutzen kann? Also wir haben in den nächsten Wochen wieder ein Gespräch mit dem neuen Eigentümer und dann wird das auch wieder ein Thema sein. Klar ist aber ja, dass im Moment, ja, das wissen Sie ja auch, das Nießbraurecht bei den Diakonissen liegt. Und solange das so ist, sind wir im Austausch bei der Thematik mit den Diakonissen. Und da wird es demnächst auch nochmal ein Koordinationsgespräch geben. Wir sind da im Austausch. Darf ich das nochmal zur Sporthalle ansprechen? Nächste Woche, also jetzt eine Erhebung, welche überhaupt Kapazitäten zur Verfügung stehen, dann personell, Planung, Konzept nächste Woche. Ist aus Ihrer Sicht absehbar, dass es eine Priorisierung geben wird? Also zunächst die 2 großen Sporthallen und dann vielleicht kleinere, möglicherweise auch im Sinne von Gesundheitssport eine gewisse Prä zu geben gegenüber anderen? Also es ist naheliegend, dass wir mit den städtischen, ich formuliere es mal anders. Das Konzept steht noch nicht und ich möchte ganz ehrlich auch der Dezernentin nicht vorgreifen, die noch in der Planung ist. Man könnte ihrer Argumentation folgen, nur wie gesagt, geben Sie uns einfach noch ein bisschen Zeit, dass wir entsprechend die Vorbereitung treffen können, damit wir auch eine klare, belastbare Aussage machen können dazu. So wie wir es Bescheid wissen, kriegt ihr eine Presseinformation. Herr Schäfer? Nichts mehr? Herr Schmidt? Auch nichts mehr? Wollen Sie noch was ergänzen? Dann bedanke ich mich bei allen, die gekommen sind, insbesondere bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die IHK-Perspektive darzulegen. Es ist eine brisante Situation, wir wissen das alle und wir müssen jetzt gucken, dass wir so gut wie möglich durch diese Phase durchkommen. Und wir haben es schon öfter gesagt, das funktioniert im Prinzip nur dann, wenn wir alle an einem Strang ziehen und in die gleiche Richtung laufen. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss.